Hallo, 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 weiter geht es mit Shake the Fidget. Willkommen dazu. Ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich dieses Mal mit Facecam, wie man sieht. Und ich führe heute offiziell den ersten Facecam-Tag auf meinem Kanal an. Bei den beiden Games, bei Hero Zero und bei Shake the Fidget, wird es heute eine Facecam geben. Und man sieht, ja, ich bin leicht verschlafen, denn ich habe gerade ein kleines Mittagsschläfchen gemacht. Ich hoffe, das ist okay und ihr könnt das verkraften, dass ich hier so ein bisschen müde aussehe. Man sieht es doch auch, oder? Egal, wir starten jetzt auf Server 22, auf Server 23 und auf Server 1 mit der Facecam. Qualität müsst ihr mal sagen. 27p nimmt das Ganze jetzt nur auf. Ihr könnt es auch in 1080p, aber dann ist das Delay bzw. das Synchronisieren bzw. das mit den Lippen nicht so passend. Denn man merkt es doch, ich hänge ein bisschen nach, wenn ich was sage, kommt es an. Aber bei der Cam, glaube ich, 1 Millisekunde oder 2 Millisekunden später. Deswegen sieht es so aus, als würde ich alles nachsynchronisieren. So wie die Leute immer bei diesen komischen. Bei diesen englischsprachigen und nachsynchronisierten Shop-Sendungen da und immer so, hallo, wir verkaufen etwas. So in der Art könnte es jetzt aussehen. Deswegen tut es mir leid und ich hoffe, es ist okay. Der müde, verschlafene, sehr verschlafene Lars ist jetzt hier. Ich sehe aus wie so ein, fast schon wie so ein Asiat, oder? Egal, es geht los. Server 22 und ab geht die Kiste. Haben sich viele gewünscht, dass das Ganze mal wieder machen. Mache ich mal wieder. Natürlich jetzt unpassend zum nicht vorhandenen Epic-Event mehr, aber egal. Wir sind wieder am Start, wie werde ich das machen? Wie bringe ich das mein Mikrofon? Da ist mein Headset, da ist mein neuer Stuhl, der so toll aussieht, oder? Oh, das sieht echt klasse aus, oder? Das ist ein klasse Ding, wa? Da sitze ich auch so geil, so gerade, kann man mich so schön angucken, so, hallo. Und los geht die Kiste. So, wir gucken nochmal. Schauen wir mal, Waffen, Zauberlauf, die sie alles so haben. Und werden das Ganze erstmal hier durchziehen, indem wir das so machen. So, wir sind auf Server 22, wo denn sonst, wo sich da schon mal etwas verbirgt. Und zwar ein komischer Trank, den wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich habe mal die Soundqualität ein bisschen runtergeschraubt, was vielleicht sogar schon zu leise ist. Deswegen mache ich es auch wieder hoch. Ich mache es wieder hoch. Wisst ihr was? Ich drehe die Kiste wieder an hier. Ba, 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 bam. Hochgedreht. Und mir fällt gerade was auf. Und zwar etwas anderes. Und zwar, dass ich jetzt mit zwei Aufnahmegeräten gerade gleichzeitig aufnehme. So, Entschuldigung. Deswegen hat es auch kurz geleckt. Beziehungsweise deswegen hatte ich ein paar Performance-Probleme. Weil gleichzeitig mit zwei Aufnahmeprogrammen aufzunehmen, ist nicht so schlau. So, weiter geht's. Jetzt läuft alles und es geht los. Wir befinden uns jetzt auf Server 22, wie schon erwähnt. Werden erstmal hier ins Klöchen gehen, haben ja letztens geblättert. Ich habe jetzt einen Tag nicht aufgenommen. Oder zwei. 2 Tage nicht aufgenommen. Habe währenddessen nur was ins Logo geschmissen, habe natürlich meine Alu gespielt. Und wir sehen hier, wir können hier spülen heute. Und das werden wir auch machen. Was bekommen wir denn hier? Wir haben letztens den Chicken Buster 3000 bekommen. Und wir könnten hier jetzt vielleicht eine bessere Waffe doch be bekommen. Ich gebe euch jetzt die Chance, einfach jetzt was in die Kommentare zu schreiben. Ihr könnt natürlich auch schummeln, weil ich werde es am Ende des Videos hier spülen. Aber ihr könnt gerne jetzt in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, so ein kleines Minispiel. Und schreibt halt rein, was ihr erwartet, was rauskommt. Entweder Crap-Item oder so. Und schreibt am besten noch, welches Item dabei rauskommen kann. Und dann, wenn ihr es gewonnen habt, könnt ihr euch einen Keks kaufen. Und mit diesen Keks könnt ihr dann die Welt bereisen. 316 sind wir geworden. Hier, wunderbar. Das ist ein dickes. Nice. Sehr schön. Und haben somit die Begleiter zum Leveln am Start. Zum Beispiel den Honigräuber können wir vielleicht nun besiegen. Ich weiß es ja nicht. Erstmal den Ring nachschauen. Das ist ein Ring. Wir haben ihn reingeschmissen. Er ist geschickt wieder bei rausgekommen. Nicht schlecht. 434 Geschick. Ich glaube, wir hatten den schon ausgetauscht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Das war ja Glück, dass er. Oh Gott, das war echt Glück. Weil das ist ja ein besserer Ring. Okay, wir tauschen den aus. Passt ja, ne? Geschick, Ausdauer, Glück. Okay. Den können wir schon auch noch reinschmeißen. Jawohl, haben wir wieder ein EP gut gemacht. So macht der Lars das immer. So macht das. War ja kein Ding für mich. War so geplant. Ich glaube, das war auch schon. Nein, war auch nicht. Also nur drei weitere Epics, die ins Klo reinkommen, können. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und das finden wir alle super geil. Und werden nun erstmal hier im Gildenkampf vorbeischauen. Die Bilder und so weiter gibt es ab morgen dann wieder. Oh, ich habe hier noch Schlafdreck. Alter Schwede. Nur Mittagsschläfchen. Ich wollte wieder so ein, zwei Stündchen schlafen. Sind wieder drei, vier rausgeworden. Ach, diese verfickte Frühschicht, Leute. Macht sowas nicht. Ich kann es euch nicht empfehlen. Arbeitet. In normalen Zeiten, nicht so wie meine. Das ist ein bisschen blöd. So, was machen wir denn jetzt? Wir gehen, können auf Server 22 erstmal den Kollegen hier angreifen. Den Kuckuck-Kollegen. Das kann weg. Blopp. Und als nächstes, wenn wir dies getan haben, können wir normalerweise in der Post vorbeischauen. Es war ja gestern der 1. April. Richtig geile April-Scherze mal wieder. Allein von OBS. Kennt ihr OBS? Open Broadcast Software. Wo wir die streamen. Auch cool. Das fand ich alles sehr, sehr lustig. Und Blizzard ist ja immer sehr, sehr groß. Und alle YouTuber haben was gemacht. Nicht schlecht, auf jeden Fall 1. April, ich wollte auch etwas machen, aber dachte mir, ich habe Angst. Also es ist immer, ich hatte wirklich etwas Angst, dass die Leute das falsch verstehen. Ich glaube, der feine Herr Darky zum Beispiel, oh Darky, jetzt nenne ich dich in einem Part. Oh nein, das ist Schleichwerbung, hat auch was gemacht, nur wegen er würde aufhören und irgendwie, keine Ahnung, 30% der Leute haben sich aufgeregt und ihn sofort beleidigt, weil sie dachten, das wäre echt, weil sie nicht aufs Datum geschaut haben. Naja. Hey Zuschauer, ich finde dein Let's Plays echt nice und ich würde mich freuen, wenn du meinen Chart bewertest. Bin kein Pilter, aber habe beim 20% Bonus mal für 10%, 20,
Was? 20 Pilze aufgeladen? Viel Spaß und Glück noch bei den Dungeons etc. Okay, mein junger Freund, wir schauen noch mal eben, was bei dir so los ist. Stufe 97, kein Pilz, A, 70% SA. Ist akzeptabel, 30% Mount. Ist akzeptabel. Tränke sind sehr, sehr akzeptabel. Ein dickes. Nice. Sehr schön. Und ein Däumchen nach oben. Kann ich jetzt machen mit Facecam. Däumchen. Das ist natürlich wunderbar. Und währenddessen muss ich immer rechts auf meinem Bildschirm noch mal gucken. Denn ich spiele noch so ein anderes Browser-Game, was ich währenddessen noch klicken muss. Entschuldigung. Sonst, itemmäßig hier. Ah, das sind schon etwas ältere Epics. Na, da musst du aufpassen, ne? Da musst du aufpassen, mein Freund. Ältere Epics sind nicht gut. Das ist alles... Not nice. Ja, ja, not nice. Immer diese not nice Dinger. Skillmäßig hier 572, 567, das ist akzeptabel und nehmen wir so an, können wir auf jeden Fall so verkaufen, das ist okay, das ist akzeptabel, sonst alles gut, SA kannst du überpushen, 85% sind bei dir auch drin als Nichtpilzer, denk dran, alle 10 Minuten immer schön Angriffe machen, das lohnt sich. Haben wir den Kollegen bewertet, was schreibt er denn? Hexien, Hexien? Hellas, du hattest einmal in einem deiner Videos danach gefragt, welche Funktion die Hexe hat. Ich wollte dich informieren, weil du das Feature zumindest in diesen, nicht nutzt. Also kommen wir zum heißen Brei. Du kannst in den Top weiterhin jeden Tag ein anderes Item werfen und bekommst dafür doppelt Gold. Vor allem bei Epics ganz wichtig. Ach ja, fragt... Ja, jeder bei dir, Lars, kannst du bei Char bewerten? Okay, reicht. Ja, das bringt doppelt Gold, wenn ich es reinschmeiße. Die Frage ist nur, brauche ich diesen Goldwert noch auf diesen Level schon? Das ist die Frage, noch. Denn, ja, ich habe keine Ahnung, wir können zum Skill natürlich das Gold gebrauchen, aber Dankeschön für den Tipp, finde ich cool von dir. Und ich bewerte dich mal im No-Pilzer. 91,12% als No-Pilzer, das ist schon mal sehr geil und super geil. Finde ich gut von dir. Schleichwerbung schon wieder. Hoch 2. Schleichwerbung hoch 2 heute. Tränke sind okay. Mount ist okay. Als Nicht-Pilzer, SA, wie gesagt, ist richtig gut. Itemmäßig hier hast du ein paar Epics am Start wohl durch Dungeons bekommen. Deswegen sind die hier teils auch schon so ein... Na gut, sind eigentlich gut. Hast du geblättert? Ja, wo, ja, die sind schon älter. Das ist schon etwas neuer. Aber man sieht es doch. Man kann Epics bekommen nur durch Dungeons. Habe ich ja auch viele bekommen bei den 100 Alu-Boys. Aber nach der Zeit werden die halt ausgetauscht, dann sieht die nicht mehr so gut. Aber ist hier noch alles akzeptabel, ist okay. Ja, sieht auch hier gut aus. Ich kann nie die Spanne bewerten auf diesem Level. Ich kann es irgendwie nicht. Ja gut, 1200 sieht gut aus bei 190. Aber sonst kann ich das fast so gut wie nie einschätzen, ob die Spanne gut ist oder nicht. Da gibt es bestimmt irgendeine Formel mit Milliarden Zeilen, die man ausrechnen kann. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das Einzige, was man machen könnte, ist einfach nachschauen. Du bist 4423. Schaut man sich so einen anderen Magier an. Der hat auch zum Beispiel eine Spanne. Ja hier, der hat schon eine bessere Spanne, ne? Jetzt habe ich nicht auf Durchschnittsschaden geachtet, der hat 1053 und du hast Durchschnittsschaden, wo bist du denn hin? Ich habe deinen Namen schon vergessen, Lars Kurzzeitgedächtnis. Du hast einen Durchschnittsschaden hier von 990, also da gibt es schon bessere Waffen, mein Freund. So ist es nicht. Wir können es ja mal testen, obwohl wir schmeißen jetzt nichts rein, denn wir wollen diese Dinger lieber ins Klo reinballern. Ist effektiver und auf jeden Fall besser. Wir können kurz bei der Hexe vorbeischauen und sagen... Moment, na du kleine Bitch. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Dann gehen wir skillen. Wir sind ja Level Up 316, das ist, also 316, das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben wert, oder nicht? 316, Leute. Stufe 316. Nice. Nice. 316 mal nice. Nice. Nein, lieber nicht. Dann skillen wir noch ein bisschen, und zwar Ausdauer. Altbekanntes Spiel. Brauchen wir viel Gold. Ausdauer neben Attribute immer gut. Arena Cup hatten wir schon. Ab in den Dungeon greifen wir Jan den Hämmerer an. Jan den Hämmerer. Entschuldigung, abgehämmert. Der Jan, der ist so langsam drin. Wir hatten gestern, beziehungsweise vorgestern, ein paar Tries, die sehr, sehr knapp waren. Hat mich gefreut und vielleicht ist irgendwann der Jan so krass low, dass wir ihn einfach nur vernichten werden. Es gibt Leute, die Jan schon down gehabt haben oder down haben mit diesem Level. Sogar 315, 314, glaube ich, war auch, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was der lowste war? Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwie wurde mir gesagt, reine Spekulation, ich habe da keine Ahnung. Reine Spekulatius, ob das so ist, denn ich weiß es nicht. Ich habe den Jan noch nie down bekommen und mir wurde halt gesagt, 315, 314, 316 ist der drin, aber da muss man halt sehr, sehr viel Glück haben. Und ich mache jetzt nicht hier 846 Tries, nur um den Jan down zu bekommen. Seht ihr, wie er schon unter 50%, unter 50. So ein geiles Ding. So eine geile Kiste. Also das ist auf jeden Fall super geil. Dann gehen wir weiter auf Server 23. Obwohl, wir müssen... Halt, stopp, Lars. Ich bitte dich. Wir müssen den Honigräuber noch versuchen. Wir haben ein Level-Up. Wir haben neue Epics für unsere Begleiter. Da kann der Honigräuber nun fallen. Er kann es. Deswegen schauen wir doch mal. Mr. Honigräuber. Mr. Honigräuber. Wie gesagt, Begleiter müssen auf 50% den alten dreckigen Bären klatschen. Dann könnte er fallen. Aber nur dann. Dann könnten wir den Honig über seinen Kopf drüber schütten und ihn anpissen, während wir ihn anzünden.
Lars, hör auf, irgendwie dumme Sachen zu erzählen. Mr. Honigräuber, bitte Sie. Sie könnten noch einmal fallen. Sie haben genug Honig für heute geschleckert. Geschleckert, like Schlecker. Aber er will nicht, ja, so ein Drecksack. Okay, dann lassen wir ihn halt stehen und gehen weiter auf Server 23. Auf Server 23 sieht es wie folgt aus. Wir haben eine Gilde. Da gehen wir mal drauf, sehen den Kampf von Helltown. War ich gerade auf Server 22 auf der Gilde? Jetzt habe ich schon zugemacht den Tab. Jetzt ist es vorbei. Wir haben schon wieder verloren. Wir verlieren neuerdings alles hier. Ob die sich nicht mehr melden? Ich weiß es nicht. Der Lars meldet sich immer. Oder die sind einfach nur besser geworden alle. Ich kann es euch nicht sagen. Wir können sie jetzt mal testen hier. Bob. Sehen ihr einen schönen runden Wert? Und da hämmert gerade irgendjemand nebenan oder so. Zutat nicht erwünscht. Wie viel kostet die jetzt hier? Ihr seht euch den Wert mal eben an hier. Ganz viel Money in the Hood. Schmeißen wir mal rein. Bekommen wir dafür jetzt 12 Milliarden Gold, wenn wir es reinschmeißen. Ich weiß es doch nicht. Wir testen es einfach mal. Weißt du, Brot ist nur mein Mittagessen. Ja, scheinbar geht's nicht. Man kann weiter. Ich bin zu blöd dafür. Leute, ich bin zu blöd. Das kann ja nicht reingeschmissen werden. Epix? Kann da Epix reingeschmissen werden? Dafür mein Goldwert? Hey, ich weiß es auch nicht. Ich hab da keine Ahnung, Leute. Oder ein Trank? Was ist übrigens hinter diesem Trank hier? Natürlich! Ich wusste es doch. Dahinter ist natürlich ein Trank des ewigen Lebens. Für keine Pilze. Schade. Hier aber? Hier? Ja, schade. Waffe, Zauberladen. Gucken wir mal eben hier. Vielleicht eine gute Spanne. Nö, ja, Geschick hier. Obwohl die Spanne ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber wer braucht schon so ein Geschick-Dings? Ich nicht. Wir könnten es sogar mal Just for Fun ins Klo schmeißen. Vielleicht bekommen wir eine gute Waffe für unseren... Irgendwas, Magier, Kundi, wie auch immer. Soll ich es mal machen? Ein Pilz? Ich teste es mal. Just for fun, Leute. So kann man übrigens auch seine Begleiter-Equipment, indem man sich solche Sachen rauskauft und die dann reinschmeißt. Hier war nichts drin, deswegen erstmal ein Epic rein. Und zwar dieses hier. Plopp. Dann das hier hinterher. Ja, das ist es. Das ist die beste Waffe. Das ist der Int-Bogen des Todes. Er wird alle fertig. Das ist so ein geiler Bogen. Leute, glaubt es mir. Das ist der geilste. Braucht das noch irgendjemand? Ich gehe mal auf Optionen statt auf Dungeons. Ihr seht es übrigens gerade gar nicht, wenn ich auf Dungeons oder so gehe, weil meine Facecam davor ist. Sieht hier so übrigens so schön aus. Eine schöne Facecam, oder nicht? Ich liebe sie. Ich weiß gar nicht, ob das Mikro auch so ein bisschen zu... Ich würde mich mehr so hinsetzen. So like ihr Türsteher. So. Na, lieber nicht. So ist okay. So ist alles okay. So. Los, okay, Lars. Wunderbar. Habt ihr gerade auch gesehen? Das Aufnahmeprogramm. So. Was machen wir jetzt? Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal schauen im Türmchen. Und zwar hier haben wir jetzt diese Kette. 415 Geschick-Ausdauer. Geschick-Ausdauer, das brauche ich auf jeden Fall. Wunderbärchen, schönes Update, finde ich cool. Das kann dann weg. Das kann dann dahin. Das können wir morgens durchschmeißen. In der Post blinkt das auch wieder. Gilde, waren wir gerade eben... Oh, hey, schreibt jemand. Oh, viermal miteinander verloren. Nicht gut, nicht gut. Hey, Lasi-Hase, ich liebe dich und natürlich dein Let's Plays auch. Dankeschön. Ich habe da eine Bitte an dich. Lass dich nicht von der Shakes and Fidget Community beeinflussen. Achso. Und bitte bewerte meinen Account. Wäre nice und super geil. Yay! Ich soll mich nicht von der Shakes and Fidget Community. Also, ich bin. Das Problem ist bei mir, beziehungsweise ist das ein Problem. Ich möchte gerne mit meiner Community zusammen diesen Kanal führen, beziehungsweise ich möchte gerne wirklich. Also, ich schätze eure Meinung, so ist es nicht. Sonst würde ich ja nie nachfragen, oder? Und ich sage die ganze Zeit, ja, Wie ist es denn so mit Hero Zero oder Shakes the Fidget? Macht es Spaß oder nicht? Und in Wirklichkeit so, ist mir doch scheißegal, ihr seid alle Hurensöhne. Aber so ist es ja nicht. Bei mir ist es ja so, ich will euch alle zufriedenstellen, so gut es geht. Und auch die meisten. Und wenn denn sowas wie bei Hero Zero kommt, ich muss es leider als Beispiel jetzt hier nehmen bei Shakes the Fidget, weil ich habe gerade kein anderes. Oh, das ist schon traurig. Aber ist einfach so. Wenn die jetzt sagen, ja Lars, du hast jetzt das Team verlassen und alles sind scheiße, alles ist kacke. Ich habe nur wegen dir angefangen, zusammen mit dir in ein Team zu spielen. Das macht mich halt traurig. Und dann möchte ich versuchen, das Ganze wieder besser zu machen, beziehungsweise irgendwie das wieder ins bessere Licht zu rücken. Was mir gelingt, ich weiß es nicht. Denn das waren schon sehr betreffende Kommentare. Mein Herz. Aber ist okay. Ja, beeinflussen lasse ich mich jetzt nicht direkt. Aber ich versuche halt, jedem das Ganze recht zu machen. Was vielleicht scheiße ist oder was vielleicht doof ist, vielleicht hindert das auch daran, dass ich ganz groß werde und irgendwann Kronk in den Arsch ficke. Aber das ist halt, ne? Ich versuche halt, mein Bestes zu geben, versuche jeden zufriedenzustellen und versuche jeden es so recht wie möglich zu machen. Und ich hoffe, ihr schätzt das auch. Und das ist nicht selbstverständlich, glaubt es mir, bei gar keinem Let's Play. Also ich kenne nicht viele Let's Player, die das machen. Einige gaukeln das Vorwürdigkeit, machen das nicht. Aber ich, ja gut, bei so großen Let's Playern, wenn du, ich sag mal so, ab 10.000 Abonnenten geht's ja noch. Aber wenn ich später irgendwann, wenn ich irgendwann 100.000 hätte, wie soll ich 100.000 Menschen gleichzeitig glücklich machen?
Gangbang. Nein. Wie soll ich das machen? Wie soll ich die ganzen Leute glücklich machen, beziehungsweise alle auf ihre Bedürfnisse eingehen? Das hört sich also pervers an. Ein neuer 300er hat das Licht des Switch erblickt. Herzlichen Glückwunsch, Bernie 600. Natürlich auch ein dickes Glückwunsch von mir, Bernie. Wichtig, Lars, nett im Video. Okay. Bewertung. Ich habe erst angefangen zu pilzen, also heute, gestern. Und würde mal eine Bewertung bekommen. Wie gut ich geskillt bin. Ja, da würde ich doch eine wunderbare Nachricht mir schreiben. Dann mache ich das doch. Der Ripper, guck mal vorbei. Oh, Jack the Ripper. Moin, Lars. Wird mal Zeit, dass du dein eigenes Profil wieder bewertest. Dein Sammelalbum schwächelt ein bisschen. Zeit für Raids. Ja, klar. Da kann ich ja nichts für. Wenn Jack the Ripper, ich bitte dich. 99,41. Und ich stehe hier mit 99,24. Wir haben halt weniger Raids. Was soll ich denn da machen? Und ja, ist doch okay, oder nicht? Ist alles im grünen Bereich. Jack. Ich glaube an dich. Wie war es übrigens, wenn du die ganzen Frauen abgestochen hast? Hat Spaß gemacht? Ich glaube schon. Jack the Ripper. Wie viele Frauen der getötet hat, ne, damals? Das ist einfach nur kranke Kacke gewesen. Kranke Kacke, super kranke Kacke. Aber so war das. Ich leere mal eben alle die ganze Kiste hier. Könnt ihr wieder unglaublich geniale Nachrichten schreiben. Und wir gehen auf die Arena, waren wir ja schon. Wir gehen erstmal hier auf Charakter und Skillen aus der Wehr. Alles drin geballert. Hier auch noch Nebenattribute. Und gehen dann in den Dungeon und werden mal hier kurz den Hannes versuchen. Der Hannes ist so ein Boy, der will einfach nur, dass ich unterschreibe. Ich glaube, der möchte echt darauf hin, dass ich eine Sehnscheidungsentzündung bekomme. Das ist, glaube ich, das, was womit er Leute tötet, indem er sie so oft unterschreiben lässt, bis einfach die Hand abfällt. Aber das passiert bei mir nicht, weil ich kann nicht schreiben. Was ist das für eine Aussage? Ich kann nicht schreiben. Ich kann es einfach nicht. Lars, ich kann nicht schreiben. Okay, ist akzeptabel. Du bist halt ein Analphobet. Hannes schaffen wir so scheinbar nicht. Oh, oder doch? Haben wir uns geirrt? Wird der Hannes doch etwa jetzt liegen? Wird der Hannes jetzt fallen? Glaubt an mich. Glaubt an das Herz der Karten. Drückt mir jetzt die Daumen. Daumen drücken. Oh, Leute. Beide. Beide Daumen drücken. Wenn ich jetzt noch eine dritte Hand hätte. Gut, ich könnte meinen Penis nehmen. Könnte ich jetzt noch hier drauf drücken, aber es geht gerade nicht. Daumen drücken. Daumen drücken jetzt. Alle. So, wie ich. Daumen drücken. Daumen drücken. Ihr drückt nicht genug. Mehr drücken. Mehr. Ihr habt mich gerade schwer enttäuscht, Leute. Darauf muss ich erstmal meine Nase kratzen. Egal. Ist okay. Dann gehen wir halt weiter. Nochmal kurz im Türmchen Lil Jon versuchen. Wir sind ja hier auch im Level aufgestiegen, aber Lil Jon ist immer noch ein harter Boy. Den wir scheinbar auch noch nicht schaffen. Und mir kommt es die ganze Zeit vor, als wäre das Mikro hier im Weg. Aber ich muss es hier hinpacken. So, am besten so. Hallo. Damit ihr auch die gute Qualität habt. Na, egal. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht, ist okay. Nochmal überspringen. Na, fick dich doch. Fick dich doch, Server 23, gehen weiter aus Server 1. Server 1 haben wir so viel geblättert, so viel rausgehauen an Pilze. Das bedeutet, wir werden hier auf jeden Fall jetzt einiges im Dungeon schaffen. Und seid doch mal gespannt, das wird sehr, sehr interessant. Und ich denke mal, Server 1 ist das Interessanteste heute, denn wir werden alles wegklatschen. Glaubt es mir doch. Ihr müsst daran glauben. So. Vertreien hier zum Spülen, dann gönne ich mir erstmal den Rüdiger, rein mit Rüdiger und ich denke doch mal, dass Rüdiger gleich etwas Wunderbares hier rausholen wird. Wir werden hier auch erstmal spülen, ihr habt ja hier schon mal auf Server 22, ach, darf ich nicht vergessen, ich muss auf Server 22 noch spülen. Und zwar erstmal hier spülen, hier dürft ihr nichts in die Kommentare schreiben, erlaube ich euch nicht, sondern nur auf Server 22. Und was kommt heraus? Richtig beschissene Schuhe, dankeschön. Dankeschön. Habe ich meine Hexenkandidatin Frau? Nein. Ich muss mal alles hier noch draufklatschen von der Hexe. Sehr schön. Geh nochmal in den Zauberladen. Hier sehen wir nämlich einen Trank des ewigen Lebens, aber leider für Pilze. Warum, oh her? Warum tust du mich da? Warum tust du so böse Sachen machen? Sonst haben wir nichts im Waffenladen. Finden wir. Blop, blop. Zwei. Ja, nee, ich habe einen Epic. Ich bitte dich, Gürtel. Was willst du denn von mir? Sonst haben wir nichts. Arena-Kampf gegen diesen Boy, gegen Black Kane, Gravimann. Verloren gegen Black Kane. Ich verliere gegen Black Kane. In der Post. Frage zu Items. Moin Lars. Also erstmal großes Lob für den Let's Plays. Ich bin zwar seit ein paar Wochen dabei. Oh, schon wie lese ich den Monat. Hab dich aber nach zwei Videos gleich abonniert. Dankeschön. Aber nun zu der Frage. In Folge 539 auf Server 23 sagst du, du willst keine Items, die alle Attribute verbessern. Hast aber eine Waffe mit aller Attribute, wollte mal wissen, wieso du keine Items, die alle Attribute verbessert haben willst und trotzdem eins hast.
Du könntest ja auch mal schon erwähnt haben, aber ich wollte mich nicht durch 539 klicken, sorry. Wie, du willst dich 539 Videos angucken, nur um diese eine Frage beantwortet zu bekommen? Also ich bitte dich, jetzt bist du gerade bei mir gestorben, du bist innerlich gestorben. Ich mache mal gerade meine Rückenlehne etwas anders. Oh, jetzt ist natürlich richtig geiler, oh, jetzt ist noch geiler hier. So, jetzt läuft's bei mir. Du könntest ja bla bla, okay, mach weiter so. Alles klar, danke schön für die Frage, ganz einfach, warum habe ich nicht gerne alle Attribute Epics? Ganz einfach, weil ich schon den Maximum... Maximaler Ausdauerwert, den maximalen Glückswert habe, also schon mal Glück, einfach mal sinnlos dieses Attribut noch überhaupt zu besitzen, fast teils. Und bei den krasseren, ich sag mal, im Endgame finde ich alle Attribute Epics richtig scheiße, weil sie einfach nur, die gefallen mir einfach nicht mehr, die brauche ich nicht mehr. Ich habe die Werte, die dadurch verstärkt werden, brauche ich nicht mehr, so wie Nebenattribute und so weiter, sondern ich brauche halt die Hauptattribute. Natürlich ist Glück dann auch bei Dreier-Stats ziemlich hoch, aber es wichtig ist halt Glück, was meistens 50% schon ist, aber der Wert Intelligenz und Ausdauer, beziehungsweise Geschick-Ausdauer oder Stärke-Ausdauer, ist so unglaublich wichtig, die ganzen hohen Leute umzuklatschen, und da sind die Allattribute-Epics nicht so gut. Ihr seht ja auch immer, du siehst es ja von den Werten an. Allattribute ist nicht immer so hoch wie Dreier-Stats, ist ja auch logisch. Und warum ich einen Stab habe mit Allattribute, weil ich gerne auf die Waffe, auf den Durchschnittsschaden und auf die Spanne achte. Und ich habe keinen besseren Durchschnittsschaden bzw. Spanne gefunden bei der Waffe auf Server 23, deswegen habe ich die gekauft. So sieht's aus. Also beim Krieger, zum Beispiel zur Zeit, jetzt sind alle Attribute Epics gar nicht mal so schlecht, denn das würde mein Glückswert pushen, hat es auch, auf 35%, sonst hätte ich so low Glückswert, und Ausdauer ist auch viel wichtiger. Also ich finde, der Krieger ist ganz anders zu spielen und mit ganz anderen Items, wie zum Beispiel ein Magier und ein Kundi. Magier, Kundi richtig auf Damage rausgeklatscht, und der Krieger ist mehr so der Boy. Ist ja mehr der Tanky-Boy, der muss mehr Ausdauer haben, meiner Meinung nach. Ich bin natürlich nicht allwissend, Dr. Allwissend, vielleicht doch, aber so ist es halt, ne? Ich spiele halt erst so anderthalb Jahre, aber das ist so die Erklärung, beziehungsweise, jetzt habe ich mich auch noch gestoßen hier, die Ansage dazu. Ich hoffe doch mal, dass es, ich habe es etwas vernünftig rübergebracht. Und währenddessen ich jetzt auf dem rechten Monitor noch was anderes mache, weil ich so geil bin, weil ich ja multitaskingfähig bin, like a Frau, werden wir jetzt auf Server 1 erstmal durchstarten. Wir haben gespült, wir haben nur Scheiße bekommen. Waffenladen sieht auch scheiße aus, genau wie der Zauberladen. Alles richtig scheiße. Die Post haben wir gerade ein bisschen nachgeschaut. Bewertung betreff wichtig. Nochmal eins noch vorlesen hier, wichtig. Okay, aber nur eine Nachricht noch. Eine lese ich noch vor und dann legen wir hier richtig los. Lasi, ich weiß, du wertest erst ab Level 50, aber kannst du mir sagen, was ich skillen soll? Deine Videos sind richtig geil. Du skillst einfach Intelligenz, Ausdauer und Glück, mein junger Freund. Dann bist du gut dabei. So läuft es. Drei Stats sind immer wichtig bei jeder Klasse. So gut, ne? Die drei Hauptattribute. Immer Ausdauer, immer Glück und natürlich dann entweder beim Krieger Stärke, beim Kundi Geschick oder bei Barge Intelligenz. So einfach ist das. Drei Stats. Stadtwache hauen wir rein. Bin ja schon fertig mit der Alu, das ist schon mal wunderschön. Werden den Rest dann an Gold verskillen, und zwar schauen wir nochmal. 634, 600, ja so ein Nebenattribute pushen wir auch ein bisschen. Weil ich finde die Nebenattribute auch ein bisschen wichtiger beim Krieger, weil er, wie gesagt, länger im Ring steht oder länger in der Arena steht, und er soll halt auch was aushalten. Und der bekommt halt die ganze Zeit, der kommt immer in die Fresse. Er kann nicht ausweichen, er kann nicht viel Damage rausklatschen, hochkritten. Das kann ein Krieger nicht, das können nur Kundis und Magier. Deswegen muss er halt viel aushalten. Und deswegen ist Nebenattribute auch gut, weil umso höher ich den Intelligenzwert habe, umso weniger Damage macht ein Magier. So aus der Theorie heraus, ne? Wisst ihr Bescheid. Und umso mehr Geschick ihr habt, umso öfters krittet euch ein Kundi. Nein. Umso mehr haltet ihr auch, beziehungsweise umso weniger Schaden macht auch ein Kundi gegen mich. Ja. Arena-Kampf, eigentlich das Stärkste gegen Krieger sind einfach Magier. Weil Magier halt durchgehend rausklatschen, beziehungsweise, ja gut, Kundis sind auch kacke. Ich sag mal so, normalerweise sagt man immer, dass der Krieger stark gegen Kundis ist. Magier stark gegen... Nein, halt, stopp. Krieger ist stark gegen Magier, Magier stark gegen Kundi und Kundi ist stark gegen... Alles. Gegen Dungeons. Kundi ist halt, ist einfach der Dungeon Boy, ist einfach so. 66,35% müssen wir auch wieder pushen. Vielleicht mal irgendwann einen Livestream, wenn ihr Bock habt. Im Dungeon werden wir jetzt angreifen, und zwar den, wen greifen wir denn an? Das Gute halt am Magier ist, er kann nicht ausweichen, er kann nur Damage raus. Der Krieger trifft halt die ganze Zeit. Wenn ein Krieger genug Ausdauer hat, kann er guten Magier umklatschen. So ist es ja nicht. Aber beim Magier und beim Kundi ist einfach immer so eine Wundertüte, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt als Krieger einen Magier angreife, kann ich gewinnen. Aber wenn er einfach mal zwei Crits raushaut, ist eh vorbei. Und wir mit zwei Crits machen nicht so viel Damage, dass er einfach instant tot ist. Ja gut, er hält auch nicht so viel aus, aber... Ja. Ich sag mal so, Krieger ab Stufe 300 sind böse. Punkt. Das ist die Aussage. Mehr nicht. Davor alles löschen, Krieger ab 300 sind gut. Davor sind sie halt nicht ganz so gut.
So, das ist die Aussage. Wunderbar. Und Kundi ist halt zum Anfang richtig gut im Dungeon. Ist ja logisch, weil er einfach 50% Ausweichchance hat. Und wenn da so ein anderer Boy steht, was kein Magier ist und er hat 50% Chance zu auszuweichen, haut man ein paar Pilze raus, irgendwann liegt er. Man braucht einfach nur Glück. Beim Kundi ist es einfach Glück im Dungeon. Es ist einfach so, weil er halt so viel ausweichen kann. So, wir greifen jetzt erstmal den Drachen des Gifts an. Ich bitte dich. Also, erster Kollege, der wird schon mal fallen, weil ich ja jetzt hier keine Konkurrenz bzw. keine Schwächen oder kein Ding hier den umzuklatschen. Das ist einfach nur ein Boy, der jetzt umgeklatscht wird und fertig ist die Kiste. Wenn man mein Java meint, okay, dankeschön. Mein Flash natürlich, da ist der erste schon mal down. Wir bekommen nur Schilder, was ist hier los? Wir bekommen nur Schilder. Das ist ja wohl schon irgendwie traurig, oder nicht? Das dritte oder vierte Schild jetzt schon bekommen. Ich will es doch gar nicht haben, aber hier ist mal ein Update. Yay, wenigstens etwas. Nächstes Schild. Ja, das ist das Schild, was wir ins Klo reinschmeißen können. Wenn wir Epics bekommen, immer ein Schild. Ich will doch nicht immer ein Schild haben. Ich will was Vernünftiges haben. Ich bitte dich. Als Echsenkrieger, gib mir eine Waffe. Echsenkrieger, du bist auch drin, deswegen gib mir eine Waffe. Ich habe gesagt, Echsenkrieger, du bist drin. Echsenkrieger? Was hat denn der für Werte? Ja, scheiß Geschickgegner wieder. Oh, ich bitte dich. Dankeschön. Oh, alle Attribute. Alle Attribute, Halskette mit 110. Blob. Nee. Ach dumm, jetzt habe ich wieder viel zu viele Epics. Och Mann, ey, wo kommen die ganzen Epics her? Ich habe zu viele jetzt bekommen. Das ist immer so. Wenn ich Epics habe fürs Club, bekomme ich immer welche. Habe ich vorher welche bekommen? Nie. Ich will auch noch so viele Dungeon-Gegner umklatschen. Das können wir auch machen. So, das Epic mit dem höchsten Goldwert wird verkauft. Das hier. Und dann machen wir weiter. Machen weiter. Machen wir weiter. Ganz ruhig, Leute. Wir können noch weitermachen. Der Gremlin. Der müsste auch drin sein, der junge Freund. Natürlich. Oh, kein Epic. Ich freue mich über kein Epic. Nein, ich brauche unbedingt eine Epic-Waffe. Deswegen. Warum kommt hier der Geile? Ich bitte dich. Epic-Waffe, Sumpfmampfer. Das ist ein Intelligenzgegner. Umgeklatscht, wunderbar. Dungeon Nummer 61, Dungeon-Etage. Der Gremlin, 9. Aber man sieht hier nach den Blättern, dass man noch einiges legen kann als an Dungeons. Was ziemlich cool ist. 2,7 Geschick. Normalerweise ist er nicht drin, aber wir sind ein Krieger. Ich bitte euch. Als ob wir den nicht schaffen. Like a Babbo in der Klare. Like Fuffis im Club hier. Wie der größte Drecksack der Welt. Wir versuchen jetzt mal wen anders. Der Yeti. Welches Level ist der Yeti? 132 mit 2480 Stärke. Und der Magma Boy ist... Ja, der müsste drin sein. Der Magma Boy müsste noch drin sein. Na klar. Und das Nest Epic. Das gibt's ja wohl nicht. 113 aller Attribute will ich auch nicht unbedingt haben. Aber ich werde es erstmal jetzt so belassen. Bevor ich jetzt weitermache. Wir könnten noch ein, zwei Dungeons vielleicht schaffen. Möchte ich aber erstmal nicht, denn... Oh, sieht man, Lasi-Maus mal wieder. Hallo, Lasi-Maus. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin die Lasi-Maus. Bevor wir jetzt weitermachen, wir könnten, wie schon erwähnt, zwei Sachen vielleicht noch schaffen. Also, wenn ihr euch nochmal wundert, rechts habe ich einen zweiten Monitor, da mache ich meistens noch irgendwas. Beziehungsweise, ich schaue Twitter oder so, weil ich finde es einfach so langweilig, nur Let's Plays aufzunehmen, weil ihr seid so... Nein, natürlich nicht, aber ich liege teils noch weiter bei hier bei Hero Zero, denn ich habe noch nicht viel gespielt. Okay, dann war es das von Shakes the Fidget für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wieder freuen, wenn ihr sie bewertet, kommentiert und weiterleitet. Wir machen jetzt nicht weiter wegen Epics voll. Vielleicht können wir noch ein, zwei klatschen. Aber lohnt sich nicht, denn wir möchten lieber die Epics ins wunderbare Klöchen reinballern. Denn wir haben ja schon eins weggeschmissen, beziehungsweise ne, verkauft, reingeballert und so weiter. Ich bedanke mich. Wie gesagt, denkt das Däumchen nach oben für Facecam und so weiter. Bis zum nächsten Mal und ich sage, ihr seid wie immer alle sehr, sehr nice. Tschüss. Nice. Falsche Tasche.